Das Saarland wählt. Und weil Radio Salü natürlich auch mit euch mitwählt, wollen wir euch die Kandidaten vorstellen, die sich zu dieser Wahl bereitgestellt haben. Einer dieser Kandidaten ist Josef Dau von der AfD. Der sitzt schon seit 5 Jahren im Landtag und möchte eben nochmal einziehen. Bei Josef Dau ist die Situation etwas besonders. Eigentlich ist er ein Kandidat, der früher mal auf der Landesliste gestanden hat. Und jetzt steht er auf der Kreisliste. Warum ist das so? Weil man im Saarland auch über Kreislisten wählen kann. Und das wird ganz oft gemacht. 41 Sitze der 51 Sitze im Land werden über die Kreisliste gewählt. Nur 10 Sitze gehen über die Landesliste. Josef Dörr ist der Vertreter des größten Kreisverbandes und tritt auch hier im Regionalverband für die AfD an. Genauso wie im letzten Jahr. Und sie hoffen, dass sie einziehen werden in den Landtag. Herzlich willkommen, Herr Dörr. Herzlichen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben. Und ich glaube schon, dass die Leute mich wählen wollen, also viele Leute, weil die Situation im Saarland ist ja nicht so, wie wir es gern hätten. Und in den vergangenen 5 Jahren haben wir gut gearbeitet, haben gute Vorschläge gemacht. Und wenn die Leute das beobachtet haben, denke ich schon, dass sie uns auch wieder wählen wollen. Ich muss etwas korrigieren. Ich habe beim letzten Mal auch schon auf der Kreisliste kandidiert, nicht auf der Landesliste. Also ich bin Wahlkreiskandidat. Okay. Fangen wir an. Sie bekommen von uns ein paar Fragen gestellt und Sie haben zur Beantwortung dieser Fragen immer 30 Sekunden Zeit. Die laufen hier ab, die 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden gibt es ein hörbares Geräusch und unser Mikrofon schaltet sich ab. Das heißt, es kommt automatisch die nächste Frage. Dann steigen wir mal ein. Und zwar steigen wir ein mit dem Ressort Finanzen. Die Schuldenuhr des Saarlandes zeigt ein Minus von über 14 Milliarden Euro. Im Grunde genommen fehlt dem Land die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Die Wirtschaft ist zu schwach, die Bevölkerungszahl zu klein, das Pro-Kopf-Einkommen ist zu gering. Wie wollen Sie mit Ihrer Partei dafür sorgen, dass das Land mehr Geld einnimmt? 30 Sekunden für Ihre Antwort. Ja, wir haben von Anfang an haben wir vom Bund verlangt, der Bund ist ja in der Pflicht, er muss dafür sorgen, dass die Länder gleiche oder gleichwertige Lebensverhältnisse haben. Wir haben verlangt 5 Milliarden für das, was bisher an Altschulden sich aufgetürmt hat fürs Land und 3 Milliarden für die Gemeinden. Und wir konnten ja in den letzten Tagen in der Zeitung auch noch mal lesen, dass selbst nur die Kanalisierung einen Investitionsstau von 400 Millionen, das ist gering gesetzt, bis zu 1 Milliarde aufweist. Das heißt also, das Geld wird gebraucht. Achten Sie auf die Zeit, 30 Sekunden. Die nächste Frage. Nach einer Berechnung der Kassenärztlichen Vereinigung wird im Saarland bis Ende 2030 ein Bevölkerungsstand von etwa 940.000 Einwohnern prognostiziert. Schon heute hat das Saarland die wenigsten Einwohner aller deutschen Flächenländer. Von der Bevölkerungszahl her müsste das Saarland eigentlich ein Stadtstaat sein. Das würde aber bedeuten, man müsste die Kommunen auflösen. Kann sich das Land weiterhin 52 Kommunen und 6 Landkreise leisten? 30 Sekunden für die Antwort. Kommunen muss es sich leisten können, weil dort spielt die Musik. Also das ist, wo die Leute wohnen, wo sie leben. Da muss auch dafür gesorgt werden, dass Krankenhäuser da sind, Schulen und so weiter und so fort. Was wir nicht brauchen, sind Landkreise. Wir haben ja schon bei der Gebiets- und Verwaltungsreform 1974 Kommunen zusammengefasst, sodass also die heutigen Kommunen sind ja schon Landkreise. Zum Beispiel Blieskastel hat 14 Stadtteile, das sind kleine Dörfer. Also Landkreise abschaffen, Kommunen brauchen wir. Das ist das, wo die Leute leben. Dankeschön. Das war schon ziemlich genau auf den Punkt. Dann machen wir die nächste Frage. Der Bund hat die Schuldenbremse eingeführt und das Saarland hat sich ebenfalls dazu verpflichtet, nicht mehr Geld auszugeben, als es einnimmt. Während wir aber Altschulden zurückzahlen, investieren andere Bundesländer viel mehr in ihre Zukunft, als die Saarländer das tun. Wie schätzen Sie denn die Schuldenbremse vor diesem Hintergrund ein? Das ist überholt. Das war wichtig und ist auch insgesamt für eine Haushaltsführung wichtig, dass man keine Schulden macht oder wenn man welche gemacht hat, dass man die auch zurückbezahlt. Aber in der jetzigen Situation, wo wir sind, wo das Geld also das Fenster rausgeworfen wird und da zählt auch das, was wir unterlassen. Das sind auch Schulden. Also zum Beispiel, wenn die Kanalisierung nicht intakt ist. Das ist eine Schuld, die man nicht zieht. Wir müssen jetzt investieren und die Schulden dann später bezahlen. Wir können nicht Investitionsstopp machen. Beim Thema Altschulden, kommunale Altschulden, wird derzeit eine Schuldenübernahme durch den Bund diskutiert. Angenommen, das würde so eintreten und der Bund übernimmt die Altschulden der Kommunen. Wie verhindern Sie mit Ihrer Partei, dass die Saarkommunen anschließend gleich wieder neue Schulden machen? 30 Sekunden.
Ja, zuerst einmal, der Bund ist dran. Das Land hat schon etwas getan, das muss man zugeben, das ist in Ordnung. Der Bund ist jetzt dran. Und dass die Gemeinden sich nicht mehr verschulden, da gibt es also zwei Wege. Der eine Weg ist, man kann den Gemeinden nicht etwas aufladen, was sie dann bezahlen sollen, aber sie selbst nicht bestimmen können. Und das Zweite ist, da kann man Vorschriften machen, dass die Gemeinden also keine Schulden machen dürfen. Das geht also. Nächste Frage. Wer was macht, der soll davon auch was haben. Für das Saarland meldet das Statistische Bundesjahr im Jahr 2017 insgesamt 131 Einkommensmillionäre. Die erwirtschaften zusammen über 260 Millionen Euro. Damit verdienen sie aber 0,013% der Saarländer ca. 2 Millionen Euro im Jahr. Auf der anderen Seite lebt nach den Zahlen des Paritätischen Gesamtverbandes fast jeder sechste Saarländer mit weniger als 60% des Durchschnittslohns, also an der Armutsgrenze. Wie wollen Sie den Abstand zwischen Arm und Reich im Saarland verändern? Ja, das ist eine sehr schwierige Sache. Also wenn man Freiheit lässt, und dann ergeben sich solche Sachen sehr leicht. Das haben die Chinesen jetzt auch gesehen. Das gibt es also auch sehr reich. Und das hat man in Russland gesehen mit den Oligarchien und so weiter und so fort. Das ist sehr schwierig zu machen. Es geht über Steuern natürlich. Und da ist es ein Missstand, dass große Unternehmen, aber auch Einzelpersonen sich es leisten können, Steuerberater oder Steuerberaterfirmen einzusetzen und die Steuer praktisch umgehen. Das muss geändert werden. Danke für diese Antwort. Wir wechseln das Ressort und kommen zum Ressort Wirtschaft. Klimawandel und Digitalisierung zwingen die Wirtschaft weltweit zu reagieren. Einsatz von Verarbeitung von Rohstoffen, Material und Ressourcen ändern sich in rasantem Tempo. Das Saarland als Produktionsstandort ist davon in besonderer Weise betroffen. Was tun Sie, damit die Beschäftigten in der Saarindustrie mit diesem Wandel weiter mithalten können? 30 Sekunden. Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir haben da Ford zum Beispiel, was herausragt, aber auch andere Industrien. Wir haben auch noch die Hütten. Das ist sehr schwierig, die Vorgaben zu erfüllen, die andere uns machen, und dann noch gleichzeitig wettbewerbsfähig zu werden oder zu bleiben. Und diese Aufgabe ist gestellt, und da nutzt es auch nicht mal, einen Brief nach Detroit zu schreiben. Also das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, und Patentrezepte gibt es da nicht. Aber da muss auch der Bund uns helfen. Die Saarwirtschaft ist in hohem Maße davon abhängig, was in Konzernzentralen in anderen Teilen der Welt entschieden wird. Ob Ford, ZF oder S-Volt, ist völlig egal. Eine sehr hohe Zahl von Arbeitsplätzen im Saarland ist sozusagen ferngesteuert. Was tun Sie, damit diese Entscheidungen oder damit überhaupt Entscheidungen zu saarländischen Arbeitsplätzen künftig auch im Saarland fallen können? Ja, da ist der Zug ja bei manchen Dingen schon abgefahren. Wir sehen es ja auch jetzt bei der RAG, wo es um die Grubenflutung geht. Das wird in Essen geregelt und nicht bei uns im Saarland. Wir haben seinerzeit unsere Kompetenzen abgegeben aus fadenscheinigen Gründen. Und das ist also dieser Prozess, der ist halt eben schon im Gange. Und da kann man nur halt eben ein Augenmerk darauf richten in Zukunft, dass das nicht nochmal passiert bei Dingen, die sich bei uns hier aufbauen. Kommen wir zur nächsten Frage. Das Saarland ist ein Industrieland. Aber große Industrieflächen sind ganz schön rar geworden. Wie wollen Sie erreichen, dass neue Unternehmen im Saarland Arbeitsplätze schaffen, dabei aber Grünflächen auch erhalten bleiben? Ja, das ist zuerst einmal, wir haben das jetzt ja bei S-Volt auch nochmal, da wird das auf die grüne Wiese gestellt, und da wäre zuerst einmal daran zu denken, dass man die Industrieflächen, die schon mal da waren, dass man die herrichtet für solche Ansiedlungen. Und ansonsten ist es so, diese Industrie der Vergangenheit, das ist nicht die Industrie der Zukunft, die wir in unser Land bringen wollen, sondern das ist die Industrie, die ihre Ursprünge im Kopf hat. Das heißt also, wir müssen Bildungsindustrie, wir müssen Nachrichtenindustrie, also alle diese, war schon rum, ne? Gut. Da müssen Sie sich etwas kürzer fassen, leider war die Zeit da rum, aber der Ansatz ist durchgekommen, glaube ich. Nächste Frage, die Automobilindustrie ist der Arbeitgeber im Saarland überhaupt. Das könnte sich ändern, wenn die Amerikaner jetzt demnächst entscheiden, Ford am Standort Saarlouis aufzugeben oder die Chinesen ihre S-Volt-Vorstellungen dann doch nicht umsetzen. Was tun Sie, um gerade diese Automobiljobs im Saarland zu halten? Ja, ich persönlich kann da leider Gottes überhaupt nichts tun. Und ich wundere mich die ganze Zeit, dass man die Leute auf die Straße schickt, um zu demonstrieren. Damit können die auch nichts machen. Das ist die die Unternehmensleitung in Detroit, die macht das. Und die muss man überzeugen, und das ist schwierig genug. Und das heißt also, wenn man da Zugeständnisse macht, muss Land und Bund eingreifen. Das kann nicht auf dem Rücken der Arbeitnehmer ausgetragen werden.
Dankeschön für diese Antwort. Wir wechseln das Ressort und gehen zu dem Bereich Mobilität, denn die Saarländer müssen sich ja von einem Platz zum anderen bewegen können und auch wollen. Das Saarland ist Autoland, habe ich eben schon gesagt, weil Automobil unser Kernindustrie ist. Hier werden Autos aber nicht nur gebaut, sondern anders als anderswo in der Republik auch mehr gefahren. 651 Pkw-Zulassungen pro 1000 Einwohner, das ist Spitze in Deutschland. Die allermeisten dieser Autos sind Verbrenner. Wenn die perspektivisch alle auf Elektro umgebaut würden, was sicher noch ein paar Jahre dauern wird, dann würden die kommunalen Stromnetze im Land beim Laden dieser Autos wahrscheinlich hell glühen. Wie wollen Sie sicherstellen, dass jeder Saarländer, der es sich leisten will, sein E-Auto auch laden kann? Ja, also da fällt mir im Augenblick nichts ein, weil wir haben ja im Augenblick ganz wenige E-Autos und da klappt das natürlich. Aber wenn das massenweise E-Autos sind, fällt mir also da nichts ein, was man da machen könnte. Deshalb glaube ich auch nicht daran. Ich glaube nicht daran, dass in 10 Jahren oder auch in 20 Jahren alle Autos E-Autos sind. Will das Saarland seine Klimaziele einhalten, muss der Verkehrssektor seinen Beitrag leisten dazu. Eine Möglichkeit dazu könnte der ÖPNV sein, also der öffentliche Nahverkehr. Es gibt schon eine Tarifreform und jetzt seit Neuestem gibt es auch Schnellbuslinien. Was ist Ihr Angebot an die Saarländer, damit die ihr eigenes Auto zu Hause stehen lassen? Das ist unheimlich schwierig. Und man sieht es ja in Luxemburg, die haben jetzt praktisch null Tarif und sehr viel hat sich nicht gemacht, ein bisschen was hat sich gemacht. Bei uns kann sich nichts machen, weil der öffentliche Personennahverkehr, das ist eine Farce. Also es fahren nur Leute mit, die mitfahren müssen. Wer die Wahl hat, Auto zu fahren, fährt Auto. Insofern, die erfüllen also absolut nicht ihren Zweck. Das bringt nichts. Dankeschön. Wer das Saarland mit der Bahn verlassen will, der hat heute dafür genau 7 Fernzüge zur Auswahl. Eine gute Erreichbarkeit ist auch Voraussetzung, um den Wirtschaftsraum Saarland und die Großregion weiter zu entwickeln. Vor 5 Jahren wurden Bahn und Landesregierung in der Saarbrücker Erklärung aufgefordert, eine zukunftssichere Fernverbindung zu gewährleisten. Welche Maßnahmen planen Sie, damit das Fernverkehrsangebot für das Saarland verbessert wird? 30 Sekunden Zeit, ab jetzt. Hier vom Saarland aus kann man ja nichts planen, das macht ja die Bundesbahn. Und da sehe ich ja seit Jahren einen Rückgang. Ich habe also seinerzeit in Saarbrücken, bin ich in einen Zug eingestiegen nach Saarlouis, der ist bis nach Cuxhaven gefahren und der kam von Klagenfurt. Also heute geht das bis Trier, wenn es hochgeht bis Koblenz oder auf der anderen Seite nach Mannheim. Wie gesagt, da muss die Regierung viel, viel mehr auf die Bahn Druck ausüben. Okay, danke für diese Antwort. Nächste Frage befasst sich mit dem Flughafen. Der Saarbrücker Flughafen hat in seinem besten Jahr, das war 2008, gut 500.000 Passagiere befördert. Seitdem gehen die Zahlen zurück. Touristen aus dem Saarland und sind einen Katzensprung von Luxemburg entfernt, wo ein Flughafen mit viel mehr Zielen und mehr Verbindungen wartet. Und seit der Pandemie haben Unternehmen gelernt, Videolösungen zu nutzen. Der Konferenztourismus in die Bundeshauptstadt könnte also auch auf der Mattscheibe stattfinden. Im letzten Jahr haben die Saarländer 3,7 Millionen € Steuergelder für den Flughafen bezahlt. Warum sollte das Saarland trotzdem einen eigenen Flughafen haben? Ja, ich war jetzt bunt unterwegs, da gibt es also kleine Städte, die haben Flughäfen. Das Saarland ist ein Land und sollte schon einen Flughafen haben. Und wir haben hier die Zukunft schon zu großen Teilen verschlafen. Damals, als Zweibrücken zur Disposition stand, hätte man sich zusammenfassen müssen zu einem Flughafen Saarpfalz-Saarbrücken. Und das wäre ein wirklicher Flughafen gewesen. Und jetzt ist es sehr schwierig, den Flughafen Ensheim konkurrenzfähig zu halten. Das heißt, er muss weiterhin unterstützt werden. Er muss weiterhin unterstützt werden und die EU hilft nicht uns, sie hilft den anderen. Wir wechseln das Ressort und gehen zum Thema Klimaschutz bzw. Umweltschutz. Klimaschutz ist das Thema dieser Zeit. Hier bündeln sich Fragen, vor allem zur Wirtschaft und sozialem Miteinander. Das Schlagwort von der sozial-ökologischen Wende macht die Runde. Womit verbindet der Wähler Ihrer Partei im Sinne der sozial-ökologischen Wende im Saarland für die kommenden 5 Jahre Ihre Ziele? Ja, bei uns, wir werden ja verleumdet, als wenn wir gegen einen Umweltschutz wären und so. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber Klima, habe ich schon in der Schule gelernt, ändert sich sowieso auf der Erde in großen Abschnitten. Natürlich kann der Mensch auch dazu beitragen, meistens auf der schlechten Seite. Und da muss man schon auch achten darauf, was man macht. Und es gibt ja Dinge, Aktionen, die jeder auch versteht, die man mitmachen kann. Das sind wir unbedingt dafür, dass das auch gemacht wird. Also die Umwelt ist unser Leben, die Natur ist unser Leben, das können wir nicht zerstören.
Wir gehen zu den Energiepreisen. Die galoppieren im Moment. Die saarländischen Privathaushalte verbrauchen aber fast 14% mehr Strom als der Bundesschnitt. Das bezahlen sie natürlich auch mit den bundesweit höchsten Strompreisen. Das zeigt eine gemeinsame Studie der Verbraucherportale CO2 Online und Verivox. Was tun Sie, um den Stromverbrauch der Saarländer nachhaltiger zu machen? Also da gehört zuerst einmal eine Information her. Ich bin ja schon ein bisschen älter und habe noch die Zeit nach dem Krieg erlebt. Da hat man im Haus eine 25er Glühbirne gehabt, das war der Stromverbrauch. Und inzwischen werden ja die Mauern von außen angeleuchtet, also irgendwo hört es da auf. Man müsste, wie gesagt, auch einsparen und man müsste auch die Geräte, die man braucht, so konstruieren, dass da eine Ersparnis auch schon automatisch da ist. Ersparnis von Strom ist eines der großen Themen auch. Das Saarland lebt von seinen Industriearbeitsplätzen, haben wir eben schon mal drüber gesprochen. Das sind aber auch gleichzeitig die energieintensivsten Bereiche im Land, wie Stahl- und Automobilindustrie zum Beispiel. Wenn nur diese Bereiche auf grüne Energie umstellen sollen, würden 1000 Windräder alleine nicht genügen. Wie wollen Sie der Industrie im Land ermöglichen, weiterzuarbeiten, dabei aber mit nachhaltiger Energie zu arbeiten? Ja, ich persönlich habe also zu Hause nachhaltige Energie. Mein Strom kommt also von erneuerbaren Energien. Aber in der Industrie ist das natürlich anders. Da ist das nicht so einfach und da gibt es keine Patentlösungen. Also mit erneuerbaren Energien allein wird es nicht reichen. Zumal ja die auch nicht immer zur Verfügung stehen. Also Windkraft nur, wenn der Wind weht und nur, wenn die Sonne scheint. So, also es ist ein schwieriges Thema. Und ein Patentrezept gibt es nicht. Die Kohlegruben im Saarland sind seit 2012 geschlossen. Für das Problem Grubenwasser gibt es aber bis heute keine eindeutige Lösung. So soll das Grubenwasser ohne Pumpen und ungereinigt in die Saar laufen können oder wird das Grubenwasser weiterhin abgepumpt in Bäche wie Sinnerbach, Fischbach und Rossel? Wie sehen Sie das? Also das sind Ewigkeitslasten, die hat die RAG auf sich genommen, weil sie ja auch hier für immer die Natur und das Land geschädigt hat. Und die kann man auch nicht daraus entlassen. Und wenn es jetzt heißt, Flutung bis 320 Meter, so ist das zugegebenermaßen von der RAG selber zugegeben ein Etappenziel. Die wollen alles fluten. Da sind wir radikal dagegen. Ewigkeitslasten müssen ewig dauern oder ist die Ewigkeit schon vorbei? Die nächste Frage befasst sich ein bisschen mit dem Landtag und neuen Energien. Der Landtag hat 2019 beschlossen, landeseigene Gebäude mit Photovoltaikanlagen zu versehen, sofern die Dächer dazu geeignet sind. Wäre das Land auch bereit, zum Beispiel den Denkmalschutz einzuschränken, um Photovoltaikanlagen auf seinen Liegenschaften zu installieren, etwa auf dem Landtagsgebäude oder auf dem Staatstheater? Ja, das sind zwei Anliegen, die sich dann manchmal auch widersprechen. Und der Denkmalschutz, der ist ja nicht so, man ist ja nicht so verwöhnt. Also da würde ich schon mal sagen, da lassen wir dem Denkmalschutz hier in diesem Fall mal den Vortritt. Also wenn wirklich ein Denkmal schützenswert ist, sollten wir das auch schützen und sollten dann unseren Strom sonst wo erzeugen oder sonst wo sparen. Damit gehen wir dann zum nächsten Bereich. Das ist ein Bereich, der Ihnen sehr nahe liegt. Nämlich, ich habe eben schon mal gesagt, einführend, Sie waren schon mal Lehrer. Ja. Und jetzt reden wir über die Bildung. Ja. Das Saarland finanziert die Digitalisierung des Unterrichts mit 50 Millionen Euro. Tausende elektronische Endgeräte werden angeschafft. Mit der Online-Schule Saar ist eine landeseigene, durchaus auch erfolgversprechende Bildungsplattform aufgebaut worden. Lernen unsere Kinder in Zukunft nur noch mit den Tablets? Nein. Wir haben seinerzeit auch das programmierte Lehren und Lernen einführen sollen und wollen. Und das ist dann auch auf der ganzen Linie gescheitert. Solche Dinge gehen nicht, wenn man das flächendeckend überstülpt. Das muss angenommen werden von den Kunden, das sind dann die Schulen. Und da geht es am besten über Pilotprojekte. Und die sind dann das Vorbild und die anderen machen nach. Also ich wäre ja froh, es würde klappen, aber ich glaube es nicht. Die nächste Frage befasst sich mit dem Thema der Schulart. Seit neuestem ist G8 und G9 wieder schwer in der Diskussion. Es ist nicht egal, ob Kinder in 8 oder 9 Jahren dann letzten Endes zum Abitur kommen, solange sie dabei einen Abschluss machen, der sie in der Wirtschaft und in ihrem weiteren Leben bestehen lässt. Sehen Sie das genauso?
Ja, also zuerst einmal bin ich froh, dass nochmal G9 möglich sein wird außerhalb der Gemeinschaftsschule, weil ich denke, dass ein System, was auf Zeit festgelegt ist, dass das immer sowieso falsch ist. Sie können nicht 20 Kinder in 10 Fächern in einem Jahr auf den gleichen Stand bringen. Das sind Zeitvorgaben. Wir brauchen Zielvorgaben. Und manche Kinder brauchen etwas länger und manche Kinder brauchen etwas kürzer. Und es hängt auch nochmal vom Fach ab. Also das muss man differenzierter sehen. Und hier ist zumindest schon mal die Auswahlmöglichkeit 8 oder 9. Auswahlmöglichkeiten sind gut. Die Saarländer können auch zwischen verschiedenen Sprachen wählen. Vor rund 8 Jahren hat das Saarland die Frankreich-Strategie vorgestellt. Zwar wird in den meisten Schulen des Landes inzwischen auch Französisch unterrichtet. Die Bürger erachten Englisch aber als viel, viel wichtiger. Wie wollen Sie die Frankreich-Strategie den Saarländern näher bringen? Also wir sind ja auch für die Luxemburg-Strategie und ich habe heute Morgen gerade noch bei France Bleu Lorraine gehört. Da haben die also berichtet, dass bei uns im Saarland Kitas jetzt zweisprachig sind und die haben das so dargestellt. Ich habe also richtig gestaunt. Ich habe gedacht, hoffentlich kann noch jemand Deutsch. Also das sind Propagandadinge, da kommt nichts mehr raus, wenn man das nicht ordentlich macht. Und das mit dem Englischen, das stimmt. Englisch ist natürlich eine wichtige Sprache, aber Französisch ist auch eine wichtige Sprache. Und es ist unsere Nachbarsprache, also Sprache. Also wir sollten schon die Sprachen fördern. Aber Eltern- und Lehrerverbände kritisieren, dass die Inklusion an vielen Schulen des Landes mehr schlecht als recht funktioniert. Grund soll angeblich sein, dass Lehrer und Sozialarbeiter fehlen. Für das Schuljahr 2020-2021 hat die Landesregierung mehr Geld für multiprofessionelle Teams in Schulen versprochen und eben auch neue Förderschulen. Ist das Prinzip, Schüler mit Förderbedarf in der Regelschule zu unterrichten, überhaupt durchsetzbar oder braucht es auf Dauer doch die Förderschulen? 30 Sekunden. Es braucht immer die Förderschule. Ich war ja in einer Förderschule tätig, 40 Jahre und war fast 40 Jahre Schulleiter. Ich habe auch diese integrative Unterrichtung mitgemacht und auch, war auch Leiter eines sonderpädagogischen Förderzentrums. Das, was versprochen wird, wird ja nicht gemacht. Das ist eine Mogelpackung. Da kommen wir ja her. Die Kinder haben früher zusammen in einer Klasse gesessen und haben keinen speziellen Unterricht gehabt. Blinde Kinder, Personen, die in einer Klasse von Kindern, die sehen können. Und das ist also eine Propagandageschichte, bringt nichts. Danke für die Antwort. Und damit sind wir schon wieder im nächsten Fragenbereich. Und da geht es um das Thema Gesundheit. Im Saarland gibt es 20 Krankenhäuser. Im Vergleich zur Bevölkerungszahl in anderen Bundesländern sind das viel zu viele. Sie sind zu klein, sie sind zu wenig spezialisiert und zu teuer. Wie wollen Sie den Saarländern eine ausreichend qualifizierte und auch finanziell angemessene Gesundheitsversorgung sichern? Ja gut, ich kann das ja nicht machen. Da gibt es ja Träger, Krankenhausträger, das kann die Knappschaft sein, das kann ein Marienhaus sein. Es gibt also, und die bestimmen ja über ihre Krankenhäuser. Natürlich kann das Land dann fördern oder auch mal eine Förderung auslassen, insofern steuern. Ich bin schon der Ansicht, dass eine Grundversorgung vor Ort da sein müsste. Und dass im Saarland mehr Krankenhäuser sind als sonst wo im Schnitt, das hängt auch daher, dass wir in der Vergangenheit Berufe hatten, Bergmann und so weiter, die also gehört. Das Saarland liegt bei den Kosten für einen Platz im Pflegeheim über dem Bundesdurchschnitt. Nach Angaben des Statistikportals Statista müssen Saarländer für einen stationären Pflegeplatz 2.225 Euro pro Monat zuzahlen. Im Bundesdurchschnitt kostet ein Pflegeplatz 334 Euro weniger. Was kann Ihre Partei tun, um die Kosten für den Platz im Seniorenheim im Saarland zu senken? Tja, also da muss ich ehrlich sagen, fällt mir im Augenblick wenig ein. Ich finde das sowieso eine unmögliche Situation, dass Menschen, die älter sind und dann nicht mehr arbeiten können, dass die praktisch auf Sozialhilfe angewiesen sind, auf Unterstützung. Also das dürfte gar nicht sein. Und wenn eine ältere Person dann pflegebedürftig ist, dann müsste sie das auch schon selber bezahlen können, wenn sie in ein Pflegeheim geht. Und das müsste dann so organisiert sein, dass das auch möglich ist. Also ich finde das nicht in Ordnung, dass die Arbeit für Pflegepersonal gibt es sicherlich reichlich, Bewerber nicht so. Trotzdem gibt es bei uns im Land mit 20 Kliniken vergleichsweise viele Krankenhäuser. Dabei sind die Ausbildungszahlen in der Pflege niedrig. Die Notwendigkeit, Pflegekräfte aus anderen Ländern abzuwerben, ist hoch. Was tut Ihre Partei, damit die Krankenhäuser im Land auch genug Pflegekräfte bekommen?
Ja, da gibt's ja nur zwei oder hauptsächlich zwei Stellschrauben. Das eine ist die Ausbildung. Die Leute müssen eine angemessene Ausbildung haben. Das zweite ist die Bezahlung, die müssen auch dementsprechend dann bezahlt werden. Und sage ich dann doch noch was Drittes, das sind die Arbeitsbedingungen, in denen die Menschen erschaffen. Wenn das stimmt, gibt es auch keinen Mangel. Wenn aber irgendwo was nicht stimmt, das heißt, das Geld ist nicht da oder die Arbeitsbedingungen sind beschissen, dann kommen auch keine Pflegekräfte. Die nächste Frage befasst sich mit den Hausärzten. Mehr als ein Drittel der niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzte im Land sind über 60 Jahre alt. Nach Berechnung der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland werden bis 2030, gemessen an der Bevölkerung, ca. 150 Hausarztpraxen fehlen. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den Ausbau digitaler Unterstützung, wie zum Beispiel eine Videosprechstunde oder das digitale Rezept, digitale Medikamentenpläne oder auch die digitale Patientenkarte? Ja, ich finde das in jedem Fall in Ordnung. Jedes Mittel, was dem Arzt hilft, ist in Ordnung, kann man also dafür sein. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schon dafür sorgen, dass es nicht Gebiete gibt, wo es dann keine Ärzte gibt. Ne? Oder dass junge Leute sich nicht mehr getrauen, Arzt zu werden oder eine Praxis aufzumachen. Und da kommt wieder, man muss diesem Beruf die Wertschätzung geben und man muss dementsprechend auch die Bezahlung vollziehen. Dann wird das dieser Mangel auch nicht eintreten. Das war unsere Schnellfragerunde. Nee, die war es nicht. Das war die Dauerfragerunde. Jetzt kommt die Kurzfragerunde. Und in der Kurzfragerunde, da kriegen Sie immer im Prinzip die Möglichkeit, einen Satz entweder zu Ende zu führen oder ich gebe Ihnen die Möglichkeit vorneweg, dass Sie auswählen können, sogenannte Auswahlfragen. Wir gehen mal los mit dem Thema Finanzen. Schuldenbremse, kann weg oder muss bleiben? Kann weg. Finanzausgleich zwischen Kommunen und Landkreisen, kann weg oder muss bleiben? Landkreise müssen weg. Beim Thema Wirtschaft, da können Sie die Sätze vervollständigen, bitte. Unternehmen im Saarland werden Industrieflächen auf der grünen Wiese? Besser auf Industrieflächen sollen die sein. Auf alten Industrieflächen? Auf alten Industrieflächen, ja. Die Weiterbildung für Beschäftigte, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind? Muss gewährleistet sein. Zum Thema Gesundheit, da antworten Sie bitte mit stimmt oder stimmt nicht. Das Saarland wird auf mittlere Sicht Krankenhäuser schließen. Stimmt. Ein Pflegeplatz im Saarland wird mittelfristig günstiger. Stimmt oder stimmt nicht? Weiß ich nicht. Zum Thema Mobilität. Da antworten Sie bitte mit rauf oder runter. Die Anzahl der Fahrradfahrer im Land geht künftig rauf oder runter? Wird gleich bleiben. Der Ticketpreis für den ÖPNV im Land geht rauf oder runter? Wird auch gleich bleiben. Beim Thema Bildung, ja oder nein? Kinder mit Behinderung und ohne Behinderung gehen in Zukunft alle in eine Klasse, ja oder nein? Nein. Lehrer im Saarland werden in Zukunft ganz sicher verbeamtet, ja oder nein? Ja. Beim Thema Umwelt, da antworten Sie bitte mit entweder oder. Ökologische Waldwirtschaft oder mehr Windräder im Wald, was sehen Sie? Ökologische Waldwirtschaft. Mehr E-Ladestellen oder weniger Individualverkehr? Mehr E-Ladestellen. Das war unsere Kurzfragerunde. Und jetzt wollen Sie unsere Hörer natürlich noch ein Stück weit kennenlernen, wollen wissen, was ist der Josef Doe für ein Mensch? Ja, das ist schwierig. Wie tickt der? Genau. Ich gebe Ihnen immer eine Antwort. Das müssen Sie meine Frau fragen. Die weiß über ich gebe Ihnen immer eine Antwort vor. Sie sagen mir das, was für Sie zutreffen würde. Ja. Welcher Mobilitätstyp sind Sie? E-Auto oder E-Bike? Also ich bin eigentlich Nahverkehrsbenutzer. Im Augenblick habe ich nur keine Zeit. Also es ist gar nichts von beiden, sondern ÖPNV. Ja. Im Tourismus-Highlight im Saarland, wo liegt das bei Ihnen? Ist das die Saarschleife oder das Polygon? Nein, bei mir ist es der Hunnenring, also dieser Keltenwall, ne, der Ringwall. Das ist ungeheuerlich, dass da vor 2000 Jahren man so ein Werk errichten konnte. Und meiner Ansicht nach wird da viel zu wenig, das wird viel zu wenig beachtet. Wo sehen Sie mehr Lifestyle im Saarland? In Saarbrücken oder in Saarlouis? Saarlouis. Wenn Sie mal so richtig entspannen wollen, Ski oder Strand? Weder das eine noch das andere, Ski gar nicht, weil da so viele Geräte damit verbunden sind.
Jetzt kommt eine Frage, die für Sie möglicherweise schwierig ist, aber vielleicht auch nicht. Ihr Musikgeschmack, 80er oder doch eher aktuell? Ja, also schon vor den 80ern, aber es gibt ja auch einige, die sind ewig aktuell. Ne? Ja, also, ja. Das stimmt. Welcher Gesellschaftstyp sind Sie? Die laute Party oder eher der gemütliche Plausch? Der gemütliche Plausch. Wenn Sie Ballsportarten sich mal vergegenwärtigen, sind Sie da eher Team Fußball oder Team Tischtennis? Ich habe Fußball gespielt. Fernsehtyp? Netflix oder linear Fernsehen? Ich gucke russisches Fernsehen meistens und auch chinesisches Fernsehen und ja, gelegentlich den aktuellen Bericht. Ihr Frühstücksbooster, der Sie so richtig auf den Tag schiebt, ist das Kaffee oder Tee? Ich trinke keinen Kaffee und auch keinen Tee. Wenn Sie ans Bier denken, Biersteuer ist Landessteuer, Carlsberg oder Bruchbier? Ich trinke alkoholfreies Bit. Da muss ich kurz schlucken. Häuslicher Typ, sind Sie ein Putzteufel oder eher ein Couchpotato? Nee, putzen. Ich arbeite gerne im Garten, aber putzen macht Gott sei Dank meine Frau und die ist auch kein Putzteufel. Die halt sauber, aber das lang. Wenn Sie am Herd stehen, vegetarisch oder Fleisch? Ich kann leider nicht kochen. Früher war das so, das habe ich nicht gelernt. Ich finde das für ein Manko. Aber da ich nicht so, wie soll man sagen, wählerisch bin mit dem Essen, ist das auch nicht so dramatisch. Ne? Beim Thema Nachhaltigkeit, eher Tetrapack oder Glasflasche? Dann die Glasflasche. Landesbürger, sind Sie mehr Stadtkind oder eher Landei? Ich bin ein Landkind, bin aber froh, wenn ich Dinge vorfinde, die ich so brauche, so ein Zeitungsstand oder so ein paar Dinge. Also eigentlich haben wir es hier im Saarland ja gut. Wir haben Städte und Gemeinden, die auch fast Städte sind. Wenn Sie ans Shopping denken, eher online oder doch eher die Ladentheke? Ich bin ein Einkaufsmuffel. Ich kaufe praktisch nichts. Online. Ohne Online komme ich nicht weiter. Was sind Ihre bevorzugten Online-Portale? Sie haben eben gesagt, Sie schauen russisches Fernsehen, chinesisches Fernsehen. Wir haben hier jetzt zwei Portale aufgetan, die noch nicht so richtig durch sind, die noch nicht jeder benutzt. TikTok oder Snapchat? Ich benutze da nichts. Die letzte Frage, auf welchem Fest trifft man Sie eigentlich am ehesten? Auf dem Saar-Spektakel oder auf der Emmes? Dann auf der Emmes. Das war unsere Fragerunde zu den Kandidaten, heute mit Josef Dörr von der AfD. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie hier waren. Dankeschön. Herzlichen Dank für die Einladung.